Wenn eine Frau ein Kind für ihre Schwester oder für ihre beste Freundin austragen möchte, warum soll das nicht in Deutschland legal sein? Derzeit ist Leihmutterschaft hier verboten. Es gibt aber Paare, die sich ihren Kinderwunsch nur im Wege der Leihmutterschaft verwirklichen können. Das betrifft natürlich das homosexuelle Paar, es betrifft aber auch die Frau, die sich aufgrund einer Krebsbehandlung eben nach Gebärmutterhalskrebs nicht mehr anders ihren Kinderwunsch verwirklichen kann. Und wir möchten diesen betroffenen Paaren gerne helfen. Derzeit weichen sie ins Ausland aus, aber natürlich nur, wenn sie entsprechende finanzielle Mittel haben und nehmen dort eine kommerzielle Leihmutterschaft in Anspruch. Das heißt, die Leihmutter befindet sich vielleicht in einer wirtschaftlichen Notlage und auch die gesundheitlichen Bedingungen sind leider oft nicht so gut wie in Deutschland. Wir wollen Leihmutterschaft deshalb in engen Grenzen und unter strengen Auflagen auch in Deutschland ermöglichen. Sie darf aber natürlich nur dann legal sein, wenn sie aus reiner Nächstenliebe und nicht zur Erzielung irgendeines wirtschaftlichen Gewinns erfolgt. So wäre betroffenen Paaren in Deutschland geholfen.